Gloria. Sie sind nicht zu dumm, ehrlich. Sehen Sie, viele Eltern hätten gar nicht den Versuch unternommen, ihr Kind in eine andere Kindergartengruppe zu bekommen. Sie haben es getan. Was Herr Vogt da im Gericht gesagt hat, ist wirklich Unsinn. Ich glaube, ich hätte auch nicht mit der Leiterin des Kindergartens gesprochen. Falona da später vielleicht hätte ausbaden müssen. Man hätte ihnen beiden Lohner nicht wegnehmen dürfen, Frau Kaminski. Ihnen ist großes Unrecht geschehen und die Sache ist noch lange nicht zu Ende. Was wollt ihr machen? Ich werde nicht locker lassen. Wie lange? Bis sie Lohner wieder haben. Es ist ein Versprechen. Wieso fragen Sie das? Weil man Versprechen nicht brechen tut. Ja, das sind Versprechen. Hallo, Lona. Hallo, ich bin Julia und das ist Kai. So, Lona, jetzt machst du erstmal hier Urlaub. Den Urlaub. Ich zeig dir erstmal dein Zimmer, ja? Komm. Stimmt, du bist ja schon ein großes Mädchen. Wiedersehen. Wiedersehen, dankeschön. Tschüss. Tschüss, Lona. Komm. Tschüss. Darf ich damit spielen tun? Natürlich. Das gehört ja jetzt dir, Lona. Komm, ich zieh dir mal die Jacke aus. Hm? Hallo. Sollen wir die hier hinsetzen? Die soll ins Bett. Worauf hast du denn so richtig Appetit? Was möchtest du am liebsten essen? Pommes frites mit Ketchup. Das ist aber ein Zufall. Das ist auch meine Lieblingsspeise. Guck mal, das ist nett. Cornflakes mag sie auch. Ja, mit Milch. Ich gehe mal Pommes holen. Ja, bewilligt werden. Allerdings darf auch kein anderer Arbeitnehmer. Oh. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich nehme Sie doch einen Moment Platz. Von diesem Schreiben? Ja. Können Sie mir dann mal erklären, wie Sie darauf kommen, dass die Kaminskis für die Fremdunterbringung bei der Supra-Familie 125 Euro monatlich zu zahlen haben? Das ist der Eigenanteil bei Fremdunterbringung. Aber die Kaminskis haben der Fremdunterbringung, schreckliches Amtsdeutsch übrigens, die haben mir doch gar nicht zugestimmt. Das macht nichts. Ihnen wurde das Sorgerecht entzogen. Und die Vormundschaft liegt jetzt beim Jugendamt. Und dem Amt entstehen Kosten für die Vermittlung, Verpflegung und Unterbringung des Kindes bei der Pflegefamilie.
Und dass die leiblichen Eltern sich daran beteiligen, ist Gesetz, Frau Fink. Aber das sollten Sie als Anwältin eigentlich wissen, oder? Vermittlung? Habe ich das gesagt? Ja. Mein Fehler. Ich meinte natürlich Verpflegung und Unterbringung in der Pflegefamilie. Guten Tag. Eins, zwei, drei. Gute Nacht. Schlaf gut. Und ich lasse dir draußen das Licht an, falls du auf die Toilette musst, okay? Gute Nacht. Kriege ich noch eine Geschichte vorgelesen? Ja. Aber nicht die. Ich möchte eine Geschichte von Kira. Von Kira? Von Kira und Mona. Aber die kennen wir leider nicht. Ihr könnt meinen Papa holen, der kennt die. Mal sehen. Aber nicht mehr heute. Die ist aber süß. Wie heißt sie denn? Kira. Und? Kira, Bernhardiner und Bernhardiner Vermittlung. Warte mal. Oh, ich weiß nicht, was er ihr erzählt hat. Und das Geld, tut das noch reichen? Die 1000 Euro. Ja, sicher. Machen Sie sich keine Sorgen. Nervös? Denken Sie daran, was wir besprochen haben? Sie haben jetzt eine Stunde Besuchszeit und danach können Sie Lona in einem Monat wiedersehen. Sind Sie bereit? Ja. Was falsch gemacht? Nein. Wo wart ihr denn so lang? Tut mir leid, wir konnten nicht früher kommen tun. Weißt du? Bitte keine Berührung und sonst viel körperlichen Kontakt. Herr Lehmann, was machen die Leute hier? Sie beobachten, Frau Fink, eine ganz normale Maßnahme. Eine Maßnahme, die aber nicht vom Amtsgericht vorgesehen ist. Sie können den Besuchstermin jederzeit von sich aus abbrechen. Hallo. Hallo. Wer bist du? Ich bin Annette. Ich bin eine Freundin von Mama und Papa. Wollen wir was spielen? Ja, klar. Nein, das geht leider auch nicht. Dürfte ich Sie beide bitte mal kurz unter vier Augen sprechen? Wollen wir jetzt was spielen? Wie ist denn dein Urlaub? Noch geht so, aber jetzt will ich wieder nach Hause. Komm, wir tun erst mal in den Garten gehen. Die 60 Minuten sind bei uns genauestens konzipiert. 60 Minuten Besuchszeit, eine Stunde im Monat sind 12 Stunden im Jahr. Jetzt sind all Ihre Beobachter da. Wie soll denn da eine natürliche Eltern-Kind-Situation entstehen? Die darf ja gar nicht entstehen in dieser sensiblen Phase. Vergessen Sie bitte nicht, Lona steht im Mittelpunkt. Alle Maßnahmen sind auf die Interessen des Kindes abgestimmt. Lonas Interesse ist es aber, Ihre Eltern zu berühren und mit ihnen zu spielen. Sie haben gerade beides untersagt. Frau Fink, Sie müssen das doch im Kontext sehen. Geht das weniger kryptisch? Lona baut gerade eine emotionale Beziehung zu ihrer Supra-Familie auf. Und diese emotionale Bindung ist gut für das Kind. Wenn sie jetzt gleichzeitig wieder eine Nähe zu ihren leiblichen Eltern aufbaut, dann führt das bei Lona zu einer Art inneren Zerrissenheit. Sie weiß dann nicht, wo sie hingehört. Lassen Sie das doch das Kind entscheiden. Das wird seine ureigensten Bedürfnisse doch wohl am besten kennen. Ich glaube, Sie machen sich da was vor. Komisch. Genau das Gleiche wollte ich auch gerade sagen.
Luna bietet sich in ihrer Supra-Familie ein wesentlich günstigeres Umfeld. Jede Begegnung mit ihren Eltern stellte einen Rückschritt dar. Ja, deshalb die kurze Besuchszeit und deshalb auch keine Körperkontakte und keine Spiele. Ich bin sicher, Sie werden das verstehen. Ihnen geht es auch um Luna, primär meine ich. Ja. Und Ihnen? Ich kann Ihnen nicht ganz folgen. Ich rede davon, dass Sie für die Vermittlung von Luna Geld bekommen. Für die Vermittlung an die Supra-Familie. Wer verbreitet denn sowas? Herr Beck, vom Jugendamt, müssen Sie auch wissen. Also, nicht hinter jedem Strauch steckt gleich eine Verschwörung. Da bin ich mir hier nicht so sicher. An den Vermittlungsgebühren gibt es nichts Anrüchiges. Und es stehen hier jede Menge Kosten, zum Beispiel für die Schulung der Superfamilien oder für die Verpflegung und Unterbringung der Kinder in unserem Verein. Ich werde das mal prüfen lassen. Und beim nächsten Mal sind Ihre Beobachter nicht da. Sagt wer? Sag ich. Jetzt fliegen wir in den Himmel. Ja, eins, zwei und drei. Jetzt bin ich im Himmel. Jetzt kommt die Polizei. Dann die Feier. Die Besuchszeit ist zu Ende. Ihre Anwesenheit beim Besuchstermin verstößt gegen geltendes Recht, Frau Lohse. Wenn ich Sie beim nächsten Termin hier treffe, werde ich umgehend beim Gericht einen Beschluss gegen Sie erwirken. Tun Sie das. Wir müssen jetzt gehen, Frau Kaminski. Wohin denn? Du musst leider noch hierbleiben, Luna. Ich will auch mit nach Hause. Aber Kai und Julia warten doch auf dich. Ich will aber vorher mit nach Hause. Und Luna, das geht doch nicht. Doch, du kommst mit. Frau Kaminski, Sie machen es alles nur noch schlimmer. Für alle. Luna, zu Hause, da... Da war doch Feuer gewesen. Auch in deinem Zimmer. Da müssen wir erst mal aufräumen tun. Du kannst da im Moment nicht wohnen, Luna. Wir tun dich aber ganz bald hier wieder abholen. Du kannst doch mit Julia und Kai, die haben ein großes Haus. Wir müssen doch erst mal das Haus in Ordnung bringen, damit du wieder ein Zimmer haben tust. Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie dem Kind bitte nicht Dinge sagen, die nicht stattfinden will. Herr Kaminski, kommen Sie, wir gehen nach Hause. Kommen Sie, Frau Kaminski, kommen Sie bitte. Luna. Frau Kaminski. Frau Kaminski, bitte. Petra. Kommen Sie bitte. Petra. Komm, Petra. Komm. Mama. Abend. Mein Name ist Annette Fink. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich so spät noch anrufe. Ich bin Rechtsanwältin und vertrete das Ehepaar Kaminski. Man hat ihnen das Sorgerecht für Luna entzogen. Was? Ja. Das ist ja furchtbar. Ja. Kaminski? Frosch hier. Der Micky und ich, wir treffen uns zum Vatertag. Willst du da nicht mit? Ich bin kein Vater mehr. Tschüss, Schorsch. Hallo, Frau Kaminski. Sarah Kaminski. Wir haben jetzt einen Verhandlungstermin für die Beschwerde vor dem Oberlandesgericht. Ich lasse ein Gegengutachten erstellen und dann schlagen wir die mit ihren eigenen Waffen.
Ja. Wir verhandeln heute im Hauptverfahren in Sachen Kaminski gegen das Jugendamt Karlsruhe über den Entzug der elterlichen Sorge durch das Amtsgericht Karlsruhe. Ihrer Tochter bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit beizustehen, dass sie gar nicht fähig sind, sie auf eine angemessene Art und Weise zu behandeln und zu verstehen. Eine wissenschaftliche Aussage verhindert ein derartiges Defizit die Entwicklung einer eigenständigen, gesellschaftlich funktionstüchtigen. Ich möchte auf jeden Fall anmerken, dass der freie Träger FAMKIN im Vergleich zu anderen Organisationen etwa doppelt so viele Kinder in Pflegefamilien vermittelt. Mir liegen Informationen vor, die darauf schließen lassen, dass diese hohe Frequenz der Vermittlung mit den Zahlungen des Jugendamtes an FAMKIN zusammenhängen könnte. Dieser Umstand tut hier nichts zur Sache, Frau Fink. Herr Dr. Vogt, fahren Sie bitte fort. Hat Not gesagt. Aus diesem Grunde komme ich zu dem Entschluss, Dr. Wendel, Sie haben ein Privatgutachten erstellt, das die Rückführung von Lona Kaminski zu ihren leiblichen Eltern befürwortet. Aber Sie sind doch an Frau Kaminski mit dem Vorschlag der Frühförderung herangetreten. Ich habe bei dem Mädchen latente Entwicklungsdefizite vermutet und daher Frau Kaminski auf die Möglichkeit der Frühförderung als ergänzende Maßnahme hingewiesen. Entsprechend geht aus meinem Gutachten auch hervor, dass ein Verbleib von Lona bei ihren leiblichen Eltern gepaart mit einer entsprechenden Frühförderung völlig ausreichend ist, um eine normale Entwicklung des Kindes zu garantieren. Da würde ich gerne einhaken. Herr Dr. Wente, ist Ihrer Meinung nach Kinderarbeit Bestandteil einer normalen Entwicklung und Erziehung? Frau Kaminski hat nachweislich als eine Form des Nebenerwerbs in Heimarbeit Puppen zusammenmontiert. Lona Kaminski musste ihr dabei helfen. Aber das hatte die Lona doch gerne gemacht gehabt. Warum sollte das Hantieren mit Puppenteilen weniger sinnvoll sein als das Spiel mit einem Baukasten zum Beispiel? Weil man mit dem Baukasten kein Geld verdient. Der Vorwurf der Kinderarbeit ist völlig absurd. Lona Kaminski hatte Freude daran, mit ihrer Mutter etwas gemeinsam zu unternehmen. Akzeptiert, ich nehme das zurück. Der Kindeseltern Petra und Martin Kaminski gegen den Beschluss des Familiengerichts wird auf ihre Kosten zurückgewiesen. Der Senat schließt sich der Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts an. Die Beschwerde der Kindeseltern wird mit der Begründung abgelehnt, dass nach Überzeugung... Was heißt denn das? Das heißt, dass unser Antrag abgelehnt wurde. ...maßnahmen der umfassenden Sorgerechtsentziehung nach den Paragraphen... Gerber? Ja, Beck hier. Die Beschwerde wurde zurückgewiesen. Danke. Wiederhören. Das war mein. Das ist mein Team. Es ist vorbei. Ich hab die ganze Welt. Es gibt noch eine Chance. Wir legen Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Wir können nicht mehr, Frau Fink. Lona, sie ist jetzt schon so lange bei der anderen Familie. Und vielleicht... Vielleicht tut es ihr da viel besser gehen als hier. Vielleicht soll man die da lassen. Es geht doch um ihre Tochter. Lona ist ihre Tochter. Sie gehört hierher, nach Hause. Man hofft ja immer, ne? Immer tut man hoffen, ne? Dass wieder so ist wie früher. Und jetzt können wir nicht mehr. Es ist Ihre Entscheidung. Ich möchte Ihnen nur noch dieses eine sagen. Wenn wir diesen letzten Schritt jetzt nicht unternehmen, wenn Sie nie Gewissheit haben, verstehen Sie, Herr Kaminski? In 5 Jahren, in 10 Jahren, immer werden Sie sich fragen,
ob sie Lona nicht doch zurückbekommen hätten. Das wird an Ihnen nagen, an Ihnen beiden. Mittag ist gleich fertig, Michael. Hallo. Hallo. Wie war es in der Schule? Ach, langweilig. Bist du ein Freund von Lona? Michael, Petra tut auf ihn aufpassen. Heute? Dreimal die Woche. Ist er der Einzige oder passen Sie auch noch auf andere Kinder auf? Ja, auf Jasmin und auf den Robert auch. Tu mir den Rucksack in die Küche. Hat einen Kurs gemacht. Ich bin jetzt Tagesmutter. Das darf ich jetzt sein. Seit wann? 8 Wochen. Warum haben Sie mir das denn nicht erzählt? Das ist wichtig. Kannst du nicht schlafen? Brauchst du noch irgendwas? Was zu trinken? Heiße Schokolade? Bist du jetzt meine neue Mama? Möchtest du das denn? Warum bist du denn so traurig? Bin ich gar nicht.